Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR. Ja, hallo, herzlich willkommen zum VfR TV. Heute bei mir Daniel Maus. Begrüße dich, Daniel. Hallo. Hallo. Daniel, Neuzugang für die nächste Saison. Herzlich willkommen dazu erstmal. Du hast hier deine Wurzeln gehabt in Garching, bist dann nach Haching gegangen. Dann war deine nächste Station Buchbach, wo du ja die Nummer 1 auch bist. Und jetzt kommt der Wechsel wieder zu deiner alten Wirkungsstätte. Wie kam das zustande? Genau, der Dani hat mich angesprochen, hat mich angerufen, hat gesagt, dass sich hier auf der Torhüterposition was verändern wird. Und hat mir dann, ist gleich ziemlich schnell konkret geworden, hat gemeint, er will mich verpflichten. Und somit ist es zustande gekommen. Ja, der Daniel ist da immer sehr schnell. Der weiß ganz genau, wen er haben will und wer auch gut ist. Jetzt bist du wieder bei uns. Ich meine, du hast ja hier auch eine Vorgeschichte gehabt, aufgrund, weil du ja in der Jugend hier auch deine Wurzeln her hattest. Auf wen freust du dich im Umfeld am meisten? Ich freue mich natürlich, die alten Bekannten wieder zu sehen, wie den Günther, Franz Hölzel, klar. Daniel Weber war selber mein Torwarttrainer früher hier in der Jugend. Ich kenne natürlich viele Spieler auch. Mit Mike bin ich zum Beispiel nach Haching gegangen. Und auch jetzt mit Maxi, der auch von Buchbach hierher geht, und auch andere, viele andere Spieler, die ich kenne, freue ich mich natürlich sehr, mit denen wieder zusammenzuspielen, die regelmäßig zu sehen. Und das ist halt so, wie es früher war, dass wir es jetzt so fortsetzen. Ja. Die aktuelle Situation für den VfR ist ja momentan leider auf dem Relegationsplatz, aber es sind ja noch ein paar Spiele. Unser Coach macht uns ja Hoffnung, dass wir da noch was reißen können. Wo sind deine Ziele, wenn wir in der Regionalliga spielen oder falls wir absteigen sollten, wo sind da deine Ziele? Ich hoffe natürlich erstens, dass sie in der Regionalliga drin bleiben. Ich weiß, dass die Mannschaft das Potenzial dazu hat. Und in der Regionalliga wäre mein Ziel auf jeden Fall Klassenerhalt oder gesichertes Mittelfeld. Mhm. Und in der Bayernliga will ich natürlich ganz oben mitspielen und auch den Wiederaufstieg in Angriff nehmen. Ja, Daniel, das ist natürlich ein schönes Ziel. Ich hoffe natürlich, dein zweites Ziel kommt nicht zu Geltung, sondern dass wir die Klasse halten. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. Auf Wiedersehen.